Grüße aus dem Wald. Das heutige Ausrüstungsvideo steht ganz unter dem Stern möglichst günstig bzw. auf Englisch low budget, also kleines Budget. Wir schauen uns Ausrüstung an, die möglichst günstig ist oder ihr vielleicht schon supplementieren, also ersetzen könnt mit Ausrüstung, die ihr vielleicht sowieso zu Hause habt. Wenn es darum geht, draußen im Wald unterwegs zu sein, vielleicht eine Runde zu kochen oder zu bushcraften, etwas Komfort zu haben draußen. Wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Wenn man mit einem Kumpel oder einem Arbeitskollegen oder Ähnlichem einfach mal raus in den Wald möchte, um was zu unternehmen, dann gibt es immer meistens zwei Gegenargumente, die von Unwilligen kommen. Das eine ist natürlich das Wetter allgemein. Das ist mir zu kalt, das ist mir zu nass, bla bla bla. Wir wissen aber, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Der zweite Punkt ist, wenn man das dann durch hat, ja gut, aber das kostet ja alles zu viel. Du hast da ja so viel coole Ausrüstung, mit der du da im Wald unterwegs bist. Und das stimmt. Meine Ausrüstung, die sich über Jahre angesammelt hat, ist natürlich schon ein gewisser Wertgegenstand mittlerweile, das muss man sagen. Aber er ist nicht in dem Maße notwendig, in dem ich ihn besitze. Denn das, was viel kostet, ist Komfort. Wir können aber auch relativ einfach mit günstigsten Mitteln, teilweise auch von zu Hause, rausgehen und eine schöne Zeit haben. Und darum dreht sich dieses Ausrüstungsvideo. Ich zeige euch einfach ein paar Gegenstände, die sehr günstig sind oder ihr vielleicht schon zu Hause habt, beim nächsten IKEA-Besuch mitnehmen könnt, etwas in der Richtung. Und dann schauen wir zusammen an, wie das gut funktioniert. Außerdem findet ihr natürlich, wenn ihr Lust drauf habt, unten in der Videobeschreibung wie immer Ausrüstungslinks. Da könnt ihr draufklicken und euch die günstigen Alternativen, die ich hier zeige, oder Alternativen zu dem, was ich zeige, einfach mal unten angucken. Einfach ein bisschen durchstöbern, wenn ihr gerade einen langweiligen Abend habt. Mit das meiste, was man ja so draußen macht, ist natürlich das hauptsächliche Kochen. Ja, man braucht ja ein bisschen was zu futtern, man möchte es ein bisschen angenehm haben etc. Da brauchen wir dann natürlich etwas, um draußen ein bisschen kochen zu können. Es gibt natürlich auch Leute, die nehmen sich alles kalt mit, verpflegen sich dann so, ist manchmal auch absolut die richtige Entscheidung, zum Beispiel wenn es auf Wanderungen geht, wo man möglichst wenig Downtime, also sozusagen Rastzeit haben möchte, und Kochen ist natürlich eine Rastzeit, das muss man einfach sagen. Ihr könnt in praktisch jedem Edelstahlgefäß auf offener Flamme kochen. Ein Edelstahlgefäß ist nicht giftig, weil Edelstahl gibt keine Giftstoffe ab, es ist ja widerstandsfähig, das muss man ganz einfach sagen. Und es ist günstig. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel zum IKEA gehen und eine Schale für 2,50 € holen. Eine ganz einfache Edelstahl-Schüssel und könnt die einfach auf den Kocher tun. Das ist überhaupt kein Problem. Da muss man sich überhaupt keine teuren Sachen anschaffen. Natürlich gibt es auch von Tatonka legendäre Bowl, die kostet dann 12 €. Und das hier kostet halt 2,50 €, vielleicht auch mal 3,50 €, je nachdem, was ihr natürlich haben wollt. Und ihr könnt euch das einfach mitnehmen. Ihr könnt natürlich aber auch einfach einen alten Edelstahltopf nehmen, auch von IKEA vielleicht oder von sonst was. Hauptsache besteht im Gefäß an sich aus Edelstahl. Und einfach ein altes, statt es wegzuschmeißen, mit in den Wald nehmen. Überhaupt kein Problem. Edelstahl wird in dem Sinne niemals schlecht. Natürlich kann es vorkommen, dass wenn er sehr dünn ist und ihr es auf sehr, sehr heiße Flammen tut, sich irgendwann verzieht. Aber ich meine, selbst dann kann man das machen. Ihr braucht dann ein bisschen Öl, damit es nicht so sehr anbrennt. Aber ich habe hier gerade zum Beispiel Cordon Bleu drin gemacht und das war überhaupt kein Problem. Ist überhaupt nichts angebrannt. Funktioniert super. Jetzt höre ich natürlich schon die Ersten sagen, haha, aber wie greife ich denn das von einer Feuerstelle runter? Weil ich meine, es ist ja jetzt, hier ist ja kein Henkel dran. Das stimmt. Ihr könnt das natürlich erstmal mit einem widerstandsfähigen Stück Stoff machen. Wenn ihr das machen möchtet, mache ich zum Beispiel auch manchmal mit einem Schal. Oder es gibt diese kleinen Universalgreifhaken. Mit denen könnt ihr einfach so ein Ding anfassen. Gar kein Thema. Super easy. Die Dinger kriegt man natürlich je nach Verkäufer für 50 Cent, 1 Euro, 2,50 €. Wenn ihr eine tolle Ausführung von Tatonka haben wollt, kann man wahrscheinlich auch mal bis 10 € hochgehen, wenn man ein bisschen Grip haben möchte etc. Das ist ein ganz einfaches Ding, hat glaube ich 1,99 € damals gekostet bei Gearbest. Ich packe euch da natürlich unten links in die Videobeschreibung, da könnt ihr einfach mal nach so einem Ding gucken, falls ihr sowieso Interesse habt, sowas einfach greifen zu können. Ich finde es super praktisch. Es wiegt nichts, weil es aus Aluminium ist. Es ist günstig. Klasse.
Besteck haben die meisten zu Hause. Braucht man normalerweise eigentlich nicht nochmal extra für Outdoor holen. Ich habe aber zum Beispiel hier so einen kleinen Spork. Kostet 1 Euro. Super einfach, Edelstahl. Das Ding hält ewig. Man kann damit Suppe löffeln, man kann damit essen. Nicht ganz so komfortabel, wie das mit richtigen Besteck sozusagen von IKEA oder ähnlichen ist. Aber man kann es machen. Gar kein Thema. Und das Ding kann man natürlich auch gefaltet einfach immer mit dabei haben. In einer kleinen Weste oder so hat man immer einen kleinen Löffel, eine kleine Gabel kombiniert mit dabei und kann damit speisen. Und es wiegt auch noch sehr wenig. Absolut empfehlenswerter Ausrüstungsgegenstand. Oder wie gesagt, ihr nehmt euch einfach einen Löffel von zu Hause mit. Denn mit einem Löffel kann man praktisch alles essen, mit einer Gabel nicht. Allerdings kann man natürlich eine Suppe, wenn man nur eine Gabel hat, auch schlürfen. Ne, da muss man ein bisschen kreativ sein, das ist aber eigentlich gar kein Problem. Ihr wollt Öl reintun, weil ansonsten brennen natürlich Gegenstände an, auch in beschichteten Pfannen zum Beispiel. Und da ist ein kleines Gefäß, um Öl zu transportieren, gut. Vielleicht habt ihr schon zu Hause ein kleines Plastikgefäß. Es gibt manchmal Sachen, die man sich so kauft und da ist einfach ein kleines Plastikgefäß mit dabei, wo die Sachen drin sind. Das kann zum Beispiel bei Sand der Fall sein, wenn man den kauft, kleine Steinchen oder bei Salzen etc. Ne? Und solche Gefäße könnt ihr natürlich wiederverwenden. Ihr könnt natürlich aber auch sowas kaufen, wo so ein Ding 1 Euro gekostet hat. Oder ihr könnt PET-Linge holen. PET-Linge sind nicht aufgeblasene oder nicht ausgeformte PET-Flaschen, wo ihr auch für Salze und für Öle eine angenehme Menge habt. Zum Beispiel die hier sind dann auch noch gut, wenn man mal sowas zum Größeres haben möchte. Ich habe zum Beispiel mal Süß-Sauersoße das ganze Ding voll gemacht, weil ich halt gerne mal viel Süß-Sauersoße esse. Da könnt ihr euch ganz viele Gedanken machen. Was meine Frau zum Beispiel gerne auch mal macht, ist Entschuldigung, Glasgefäße, zum Beispiel von Apfelmus oder so, einfach auszuspülen und die wieder zu verwenden. Und ich meine, die sind ja auch dicht. Sind natürlich aus Glas, dadurch ein bisschen schwerer, können kaputt gehen etc. Aber nur mal so als Anregung. Bis ihr natürlich an den Punkt kommt, wo ihr 50 Stück davon habt und eure Frau die immer noch putzt. Was ist das? Edelstahl, wieder von IKEA, einfacher Milchaufschäumer als Becherersatz. Kostet 3 Euro oder so. Je nachdem, was gerade für ein Angebot ist etc. Hier drin könnt ihr dann was trinken. Ihr könnt das auch draufstellen und ein Teechen damit machen. Und das hier kriegt ihr auch mit dem Schal ohne Probleme oder mit dem Ärmelkragen einfach angefasst. Nehmt es runter vom Feuer und könnt trinken. Super Ding, das ist seit Ewigkeiten, ich glaube jetzt seit 4 Jahren oder so, ist das einfach mein Outdoor-Becher. Der Milchaufschäumer von IKEA. Und man hat sogar, falls man mal was gießen möchte etc., eine kleine Gießvorrichtung vorne, ein Schnabel sozusagen. Super, gibt's überhaupt nichts zu meckern. Gibt's natürlich auch in vielen, vielen Varianten so einfache Edelstahlbecher zu kaufen. Wie immer findet ihr links unten in der Videobeschreibung, wo vielleicht zum Beispiel auch mal der Henkel abklappbar ist. Ne? Tatonka hat zum Beispiel dann einen Henkel, der abklappbar ist, sodass er weniger Platz im Rucksack wegnimmt. Dafür kostet das Ding dann halt auch das Dreifache auf einmal, obwohl es ja dasselbe Material ist. Gewürze habt ihr normalerweise zu Hause, aber ihr könnt zum Beispiel sowas kaufen für 4, 5 Euro. Gibt es auch noch in kleiner und günstiger. Da habt ihr so das Nötigste mit dabei. Salze, Pfeffer, Knoblauch, Paprika, was man halt so für die Standardküche braucht. Ne? Nichts Besonderes. Ansonsten nehmt euch doch in kleineren Gefäßen wie diesen hier eine eigene Gewürzmischung mit. Habe ich auch. In einem so ein Ding, wenn ich zum Beispiel kochen gehe, dann habe ich so ein Chili, Pfeffer, Salz und Oregano-Gemisch für Pasta-Soßen, Pasta-Tomatensoßen, einfach mit dabei. Dann ist das Ding hier komplett einfach gemischt. Funktioniert auch gut. Alles von Vorbereitung zu Hause. Wenn ihr natürlich zu rausgeht, wollt ihr ein bisschen kochen und natürlich auch vielleicht mal schnitzen etc., dann braucht ihr natürlich früher oder später eine Art von Werkzeug. Da könnt ihr euch verschiedene Sachen aussuchen. Ich habe mir heute einen Victorinox-Nachbau
geholt. Es ist natürlich genauso wenig wie Lego ein Patent auf diese Klemmbausteine hat. Genauso wenig hat Victorinox das Patent auf ein Mischwerkzeugmesser, möchte ich das jetzt mal nennen. Ein Hosentaschenwerkzeug. Das gibt es von verschiedenen Anbietern, die dann auch teilweise günstiger sind als Victorinox, aber trotzdem vernünftige Qualität für draußen bieten. Dieses kleine Messer werde ich euch auch noch in einem Einzelvideo demnächst vorstellen, wo ihr dann alles dabei habt, was ihr braucht. Zum Beispiel dann auch einen Dosenöffner. Weil in dieser Schüssel kann man sich perfekt zum Beispiel eine Dose Ravioli da machen. Ist doch klasse. Klar, eine einfache Dose Ravioli ist jetzt nichts Großartiges kochen, aber man muss ja auch nicht immer großartige Kochleistung vollbringen. Außerdem kann eine Dose Ravioli mit vielleicht klein geschnittenen Würsten, ein bisschen Mais und Gewürzen auch sehr, sehr lecker werden draußen und ist dann für 1,50 ein angenehmes, füllendes Mahl. Denn die günstigen Ravioli zum Beispiel von Lidl kosten, glaube ich, 98 Cent die Dose oder so. Fantastisch. Ein anderer Gegenstand, der sehr, sehr schön sein kann, wenn man draußen unterwegs ist, muss man aber nicht, ist ein kleiner Campingklappstuhl. Könnt ihr einfach mit rausnehmen. Man muss ja nicht immer auf dem Boden sitzen. Man kann sich's ja auch angenehm machen. Das Ding wiegt dann halt 2 Kilo. Aber die meisten von euch haben sowas im Keller stehen, weil jeder irgendwann mal fast einen Klappstuhl gekauft hat. Und dann könnt ihr euch einfach draußen hinsetzen. In einen hohen Rucksack reinstecken, gar kein Problem. Ich sehe da auch kein Problem mit. Ich sehe die wenigsten Bushcrafter das machen. Oder Outdoor-Liebhaber oder Draußenkocher. Aber ich finde, gerade zum Kochen ist so ein Stuhl viel, viel angenehmer, als auf dem Boden zu sitzen. Falls man das aber doch machen möchte, zum Beispiel auf einem Baumstamm, wie hier die Kamera gerade steht, dann kann man auch einfach sich eine Yogamatte zerschneiden. Das hier ist einfach ein Stück einer Yogamatte. Und das ist ein Sitzkissen. Das heißt, man wird nicht feucht am Hintern und man wird nicht kalt am Hintern, weil das Ding isoliert ja. Dafür ist es ja gedacht, damit die Leute auf dem Boden Sport damit machen können. Machen wir uns das doch zunutze. Kaufen so ein Ding. Das hier war jetzt eine richtig dicke Yogamatte. Die hat dann 12 Euro die Matte gekostet. Aber es gibt es ja auch für 6 Euro oder so. Schnibbel dir 4 Scheiben raus. Hast du gleich 4 Sitzkissen für deine Freundin noch dazu oder was weiß ich. Und das Ding kostet dann 1,50 pro Sitzkissen. Perfekt. Eigentlich wollte ich euch auch noch den günstigsten Rucksack, nicht ganz den günstigsten, aber so den günstigsten vernünftigen Rucksack zeigen, den ich habe, und zwar ein einfacher Decathlon-Rucksack. Ganz easy. Das Ding kostet, glaube ich, knapp 10 Euro oder 15 Euro und hat 40 Liter Fassungsvermögen. Leider habe ich den Rucksack irgendwo hingetan. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich muss aber sagen, gerade bei einem Rucksack würde ich empfehlen, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Weil du wirst immer mal wieder ordentlich voll deinen Rucksack packen und ein günstiger Rucksack neigt dazu, nach 1 bis 2 Jahren spätestens die Nähte aufzureißen. Die meisten von uns haben ja Rucksäcke zu Hause, weil man sie auch im Alltag gebrauchen kann. Guck doch sonst einfach mal, ob du einen alten Eastpak missbrauchen kannst sozusagen. Ansonsten guck da in meine Ausrüstungslisten-Videos. Da kriegst du auch Videos zu günstigen Rucksäcken, die was Vernünftiges leisten. Da kann ich zum Beispiel die Marke Taschef ein bisschen empfehlen. Die haben für vernünftige Preise vernünftige Rucksäcke, die einige Jahre halten. Zum Schluss brauchen wir noch ein bisschen schützendes Wetter von oben. Dafür hole ich einmal ganz kurz mein günstiges Tarp. Ein ganz einfaches günstiges Tarp. Kostet 12 Euro und reicht aus für einen Wetterschutz. Wenn du 16 bezahlst, dann hast du auch ein größeres 3x2 Meter. So wie das hier zum Beispiel. Das schützt dich vor Regen, vor Wasser. Machst du ein bisschen Schnur dran, spannst es zwischen Bäumen auf und hast einen kleinen notwendigen Wetterschutz. Sehr angenehm natürlich, wenn es ein bisschen einfach anfängt zu tröpfeln. Es gibt ja immer wieder auch die Empfehlung, dass man Baumarktplanen benutzen kann. Man kann Baumarktplanen benutzen, sie sind sehr sperrig, sie sind sehr schwer und sie sind auch nicht viel günstiger. Das heißt, wenn du in eine neue Plane, in einen neuen Wetterschutz von oben investieren möchtest, dann guck doch einfach, dass du dir so eine günstige, nicht so schwere Plane besorgst. Das macht schon viel aus im angenehmen Aufbau, im Platz im Rucksack vor allen Dingen auch. Ansonsten musst du, wenn du dir so eine große Baumarktplane besorgst, wieder einen größeren Rucksack besorgen oder du musst sie außen dran machen. Je nachdem, was dir dann natürlich am liebsten ist. Am meisten sparen kannst du aber natürlich mit einer 4,99 Baumarktplane, die dann 3x3 Meter groß ist oder etwas in der Richtung.
Das ist einfach so. Es ist das Günstigste, was geht. Und fast jeder von uns hat irgendwo eine Baumarktplane oder einen Kumpel, der irgendwo eine Baumarktplane in der Garage rumliegen hat. Teure Wasserflasche braucht niemand eigentlich. Ist natürlich ein bisschen angenehmer, wenn die Trinköffnung größer ist, zum Beispiel, wenn das ganze Plastik noch ein bisschen breiter ist, wenn die Flasche insgesamt größer ist, etc. Aber nicht unbedingt notwendig. Nimm dir einfach eine wiederverwendbare Colaflasche, nicht die ganz dünnen, sondern die etwas dickeren, die dann meistens auch im Kasten sind, und du hast eine Wasserflasche. Nimm zwei davon und du kannst 2 Liter Wasser mitschleppen. Mehr brauchst du normalerweise an einem Tag sowieso nicht, außer du hast natürlich große Nudelkochvorhaben zu tun. Dann brauchst du wahrscheinlich 3 oder 4 davon. Musst du mal gucken. Aber günstiger geht's kaum. Und wie gesagt, die sind ja als Mehrwegflaschen konzipiert. Das heißt, die werden sowieso nur ausgewaschen und gefüllt und wieder in Handel gebracht. Dann kann man die auch ohne Bedenken mehrmals benutzen. Tja, und es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt, wenn du bei Decathlon zum Beispiel reingehst, ganz viele Kleinigkeiten, die das Leben draußen angenehmer machen, die aber nicht viel kosten. Zum Beispiel ein schneller Regenüberwurf für einen Zehner. Ein kleines Kissen, wofür auch immer du ein Kissen draußen brauchst, wenn du vielleicht mal schlafen gehen möchtest, etc. Für unter 10 Euro und, und. Es gibt natürlich auch noch, und das brauchen wir zum Kochen ganz dringend, das hätte ich fast vergessen, etwas, das Wärme produziert, wo wir den Topf draufstellen können. Das Ding hier kostet 6,99 €, damals mit einer Kartusche dazu und ist von Lidl. Habe ich auch extra ein kleines Video zugemacht, weil... Hör auf jetzt! Lidl ja, wie alle anderen auch, also alle anderen Supermärkte auch, solche kleinen Outdoor-Frühlingsangebote hat, wo die Leute sich dann nette Sachen fürs Camping kaufen sollen. Das Ding hier ist natürlich die günstigste Lösung, die wahrscheinlich geht, denn Stechgaskartusche hier drin zum Auffüllen sind die günstigste Gasart, die es in dem Sinne gibt. Weil die kosten 1,50 € pro Stück oder so und halten natürlich eine ordentliche Zeit lang. Während die mit Ventil ein paar Taler mehr kosten, also schon das Dreifache ungefähr, dafür aber aus dieser Vorrichtung auch rausgenommen werden können, beziehungsweise mit so einem kleinen klappbaren Draufschrauber benutzt werden können. Aber das hier ist das Günstigste, funktioniert auch, kannst du dran machen an deinen Rucksack oder du kriegst es irgendwie reingestopft und damit kannst du dann halbwegs vernünftig draußen kochen. Wenn die Temperaturen zu gering sind, dann leider nicht so gut. Das ist am Gas geschuldet, leider. Das heißt, wenn es richtig kalte Temperaturen draußen geht, dann brauchst du besseres Gas. Natürlich gibt es auch einfach die Alternative, das mit Spiritus zu machen. Da hast du übrigens das gleiche mit dem Kälteproblem. Da kriegst du richtig Probleme, wenn es gegen Null geht mit Spiritus. Das braucht eine Zeit lang, bis dann das ganze Gefäß warm wird und die Flamme dann auch größer wird. Aber Spiritus ist, ja, also das ergiebigste und günstigste, wenn du bei über 5 Grad kochst. Mit dem Trangia-Kocher, die ja meistens auch relativ günstig sind, gibt es auch von mehreren Anbietern. Und da hast du dann die wahrscheinlich allergünstigste Alternative. Die allerdings nur bis zu einem gewissen Gradbereich angenehm benutzbar sind. Ich benutze mittlerweile Schraubgaskartuschen mit diesem ganz kleinen Aufsatz, weil man das voneinander trennen kann. Dieser Aufsatz, der ist wirklich nur so klein, den habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Das ist noch mal ein bisschen angenehmer. Findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. So, das war jetzt aber auch ein riesen Bunch an kleiner, günstiger Ausrüstung. Schreib mir doch einfach mal rein, was du noch so für Tipps hast, was man noch so an günstiger Ausrüstung oder was man zum Beispiel auch supplementieren könnte. Ne? Also ersetzen könnte, so dass man es vielleicht gar nicht erst neu kaufen muss, sondern zu Hause hat. Vielleicht von zu Hause mitnimmt, etc. Da gibt es ja viele kleine Tricks und Kniffe, die man sich da aneignen kann und die schön sind, wenn sie mit anderen geteilt werden. Ich hoffe an dieser Stelle, dass dir das Video gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.